Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Back to the School. Heute geht es wieder um die Geschichte um Paracelsus. Wir haben da schon 3 Sendungen präsentieren dürfen über die ganze Geschichte. Falls Sie die verpasst haben, bitte schauen Sie sich einfach die nochmals an. Auf unserem YouTube-Kanal sind sie drauf, sie sind auf unserer Homepage drauf. Und ich kann Ihnen versprechen, es ist unglaublich spannend, was unser Gast uns da erzählt hat. Und heute kommt Teil 4. Herzlich willkommen, lieber Wolfram Quenz. Danke, dass du wieder da bist. Ich freue mich sehr, Alexander. Ich bin bereit. Ja, gut. Ich sitze mit der Schulbank gut. Und höre dir aufmerksam zu. Ja. Also, wir nehmen wieder den Faden vom letzten Mal ein bisschen auf. Und wir hatten gesagt, die Tria Principia, also ein rhythmisches Verständnis der Alchemie, genau kann man mal so zeigen, heißt, also wir hatten gesagt, die Tria Principia sind Sal, Merkur, Sulfur. Sal ist praktisch die Materie, was auskristallisiert ist, wissenschaftlich sozusagen dann auch. Merkur, die Energie, die fließt. Und Sulfur, der Geist, die pure Energie dann. Und Rudolf Steiner hat diese Tria Principia in die neue Zeit übertragen. Er hat gesagt, also oben ist praktisch das Nervensinnesystem, dann das rhythmische System, Brustkorb, Lunge, Herzschlag und das sulfurische System, das ist praktisch hier die Hitze, der warme Bauch hier. Und wenn man diese Tria Principia versteht, dann kann man die aber in der ganzen Welt anwenden und die Welt verstehen. Und dann wirst du sehen, das ist sehr spannend. Stell dir mal vor, das wären jetzt wirklich so Prinzipien, auf die man setzen kann, so ungefähr wie beim Roulette. Ja, du setzt auf gerade oder auf schwarz. Ja. Und wenn man das begreift, auf einmal sieht man, dass ganze Tiergruppen zum Beispiel auf das Nervensinnesystem setzen. Ja. Ein Tier zum Beispiel ist sehr nervliches Nervensinnesystem hat, ein Eichhörnchen zum Beispiel oder ein Hamster, ja. Und dann siehst du, die sind ganz so ein Nervenbündel, können wir fast sagen, ja. Hektisch, schnell, sehr gute Sinne, ja. Ohren ganz fein. Die leben sehr schnell dieses Prinzip mit sehr viel Energie, sehr schnell auch, ja. Und stell dir mal vor, wie so ein Hamster so oder ein Eichhörnchen so eine Nuss ist, das ist ein richtig kleiner Hektiker von daher gesehen, ja. Dann gucken wir mal weiter und sagen, welche Tiere setzen, wie beim Roulette jetzt, wir setzen jetzt auf das merkurielle System, also auf das rhythmische System. Und dann fällt dir ein zum Beispiel diese Dauerläufer, Gazellen, Gnu, ja, ein Wolf oder sowas, ja. Höchstgradig rhythmisches System, die können lange rennen, ja, richtig große Lunge und Herzkraft, ja. Und dann guck mal, gibt es auch Tiere, die setzen so auf das sulfurische System, ja, auf das Stoffwechselgliedmaßensystem. Na, da fällt dir ein Kamel, eine Kuh, ein Nilpferd, ja, die sagen mal richtig hier Stoffwechsel und Energie horten oder so, ja. Und dann siehst du, ja, das funktioniert auch, da kann man auch leben, ja. Beim Sal könnte man sogar auch sagen, es gibt auch Tiere, die wirklich auf das alte Sal setzen, eine Schildkröte zum Beispiel, ja. Und die ist praktisch wie ein laufender Stein, wenn man so will, ja. Und ist dann auch, sie sieht man auch Sal, praktisch, die werden 300 Jahre alt, ja. Sal ist praktisch wie Materienstein, wird sehr alt, ja. Die ist eher an diesem Prinzip dran. Die hat vielleicht nicht so viel vom Leben, dieses träge, langsame, aber dafür sehr lange, ja. Ein Eichhörnchen hat einen sehr schnellen Rhythmus, lebt aber sehr kurz, ja. Du siehst auch wirklich, wenn man auf dieses Prinzip setzt, hat man die ganzen entsprechenden Vorteile, aber vielleicht auch Nachteile. Und der Mensch, der ist eigentlich immer so in der Mitte zwischen dem Ganzen, ja. Das siehst du auch am Gebiss zum Beispiel. Ein Hamster, ja, ein Nagetier, das hat vorne diese langen Schneidezähne. Nagt will ein Biber einen Baum an oder so, ja. Dann kennen wir die Reißzähne, die Eckzähne beim Löwen zum Beispiel. Oder wir kennen die Mahlzähne bei einer Kuh. Und der Mensch, der geht nicht wie das Tier, das sagt, hey, ich kann ja, das macht mir Spaß, zum Beispiel, ich sage das mal so salopp, in der Evolution ein Adler, der hat viel bessere Augen als wir. Ne? Wir sagen, wir sind doch die Krone der Schöpfung, wurde uns beigebracht, aber wieso kann da ein Adler besser sehen wie ich, ja? Oder ein Hund besser riechen, ja? Die Tiere, die setzen praktisch auf ein System entsprechend, die gehen praktisch wie raus, spezialisieren sich, aber der Mensch, der hält sich praktisch immer zurück. Ich sag mal, wie so am Buffet, ja. Du frisst ja nicht an einem Prinzip den Bauch voll. Und deswegen haben wir praktisch einen sehr feinen Ausgleich. Es gibt dann auch eine Schönheit. Wir haben nicht solche Reißzähne. Wir haben schon noch Eckzähne. Wir haben auch Schneidezähne, aber jetzt nicht so wie ein Biber, ja. Und wir haben auch Mahlzähne, aber nicht wie eine Kuh, ja. Bei uns ist das alles harmonisch geworden, ja. Das geht in so eine Mitte rein. Und könnte man jetzt die Prinzipien noch weiter verwenden, verstehen zum Beispiel? Wenden wir die Tria-Prinzip ja mal auf Lebensalter an. Welches Lebensalter würde der sulfurischen Phase entsprechen? Ja, das wäre ganz klar
wann ist der Mensch richtig heiß, ne? Ein Kind, die Kinder sind warm, die warmen Hände, die können richtig fiebern. Die können fiebern, das ist auch wichtig, das ist adäquat. Ein alter Mensch, der kann gar nicht mehr fiebern, ja. Was wäre so das merkurielle System, wo wir wirklich im Saft sind, rhythmisches System, körperliche Leistung bringen? Das ist natürlich das mittlere Lebensalter. Und der alte Mensch, der verhärtet, das ist das Saalprinzip. Und entsprechend könnte ich in der Naturkunde Gesundheit natürlich dem Kind helfen, diese sulfurische Phase, wenn das fiebert, mit Schüssler Nummer 3 zum Beispiel, entsprechend Pflanzen, ein Saalmensch, der verkalkt, ja, da müsste ich wieder ganz andere Maßnahmen ergreifen. Und dann sieht man aber auch, dass man unter diesem Prinzip wirklich verstehen kann, was richtig für diese Phase ist. Wenn ich jetzt sage, zum Beispiel, so ein Teenager, der ist jetzt voll, wenn man es versteht, in der sulfurischen Phase. Hitzkopf, der geht dich voll an, ja. Das ist vielleicht total stressig. Der nervt dich vielleicht, wirft dir Worte an den Kopf. Das ist die eine Möglichkeit. Es wäre aber entsprechend zu dem sulfurischen System, es passt irgendwo, es ist gesund sozusagen, ja. Willst du lieber so einen Teenager haben als dein Kind, der dich angeht, oder so ein Teenager, der zieht sich auf einmal zurück, den hörst und siehst du nicht, du weißt gar nicht, was er macht, der schließt das Zimmer ab, da kriegst du ein ungutes Gefühl, das ist nicht gesund, ne? Und dann siehst du, weil es nicht adäquat ist, ja, der ist im Saalprinzip, der alte Mensch, der kann sich mal zurückziehen, da ist es in Ordnung, ja, das ist was ganz anderes. Und dann kannst du die Welt verstehen, dann könnt man gucken, die Parteien, gibt es sulfurische Parteien, gibt es eher Saalparteien, die so konservativ etwas halten, oder sulfurische Parteien, die was vorantreiben oder so, ja, da musst du in die Mitte gehen. Und jetzt kommt was ganz Spannendes, also, wenn sich der Mensch entwickelt und wir werden sehen, dass diese Trier-Prinzipien wir alle in uns tragen, dann ist es so, wir entwickeln uns ja aus dem Keimblatt. Zuerst kommt das Ektoderm, das Leben beginnt praktisch von außen, das, also der Embryo, das sind zunächst 3 Keimblätter, aber das erste Keimblatt, mit dem beginnst, das ist Ektoderm, das ist außen, und aus diesem Keimblatt entwickelt sich später alles, was Nervensystem anbelangt, also Gehirn, Nervensystem, aber auch die Haut. Und dann kommt als nächstes das Mesoderm. Stimmt's jetzt? Ektoderm ist, genau. Das Entoderm. Denn jetzt braucht dieses System ja so einen Stoffwechsel, ja. Und dann kommt das Entoderm, das heißt das Innen. Und aus dem entwickelt sich später alles, was so Verdauung angeht. Stoffwechsel, Gliedmaßensystem. Und dann als letztes kommt das Mesoderm. Und aus dem entwickelt sich später das rhythmische System, Muskel-Skelettsystem. Und wenn man das jetzt begreift, wenn man sieht, also ich habe jetzt alle Trier-Prinzipien auch bei der Entwicklung des Menschen eigentlich notwendig vereint in der Entwicklung. Und wenn ich jetzt aber mal angucke, dann könnte es ja auch sein, dass der eine Mensch ein bisschen mehr auf das eine Prinzip setzt, ja, von der Entwicklung. Weil wenn nämlich das eine Keimblatt ein klein bisschen stärker entwickelt ist wie das andere, wird es größeres Gewicht haben. Und dann hat Karl Huter diese naturelle Lehre dran entwickelt und entdeckt, dass es nämlich Menschen gibt, und dann kriegst du bestimmt gleich ein inneres Bild, wenn ich dir das sage. Also Menschen, die zum Beispiel auf das Ernährungsnaturell, das setzt auf das sulfurische System, auf Energie, ja, und das sind die Menschen, die so Energie anhäufen, ja, und das kennst du so, Nervensinnesystem, rhythmisches System, Stoffwechselgliedmaßensystem. Also Stoffwechselgliedmaßensystem wäre halt so Energie anhäufen, ja, dass du vielleicht Dinge aussitzen kannst. Das sind so die fülligen Menschen, die sind auch gemütlich, ja, die lassen auch mal Dinge, die können mal Dinge aussitzen. Wir hatten mal so einen Kanzler zum Beispiel, ja, das sind die Menschen. Und dann könnte es sein, dass sich das mittlere Keimblatt mehr entwickelt, das rhythmische System, das werden dann Sportler sein, ja. Das sind Leute, da ist zum Beispiel die Diskussionsrunde und dann sagen die, jetzt müssen wir aber endlich mal was machen, jetzt muss man losgehen, muss man aufstehen, die können gar nicht ruhig sitzen oder so, ja. Und das Stoffwechselgliedmaßensystem, das heißt, das bewegt sich auch und es will auch etwas bewegen, ne? Und dann gibt's natürlich so die Feingeister des Nervensinnesystems, so die Denker, ne? Die haben jetzt vielleicht nicht so eine robuste Natur, die haben nicht so eine Energie angehäuft, aber das sind so die Denker, die sind ganz zart beseitet, ja, und das sieht man dann auch im Gesicht eigentlich.
Ne, so das Stoffwechsel-Gliesmaßensystem, das sind so die fülligen, ne, ein Sportler, das ist dann mehr wirklich, du hast so einen Indianer vielleicht vor dir, ne, so dieses Gesicht, ne, und dann so Feingeister Goethe zum Beispiel, ja, diese feine Denkerstirn, ja, und dann aber hier so ganz zart geht es so nach unten ein bisschen, wie so eine Herzform, so empfindsame Menschen, ja, und dann siehst du, dass auch die Menschen praktisch auf diese Prinzipien, Trier-Prinzipien setzen und sich aber auch, wenn man das dann begreift, ergänzen und ergänzen müssen. Ne? Weil es ist alles notwendig und am Schluss sieht man, es gehört alles zusammen. Und wenn man das begreift, dann regt man sich vielleicht nicht so drüber auf, hey, der muss doch jetzt mal so und so sein, weil dann weiß man, das ist dieses andere Naturell. Und ich hatte das, ich weiß, das war bei der letzten Sendung gesagt, es gibt so viele Modelle, die Menschen einzuteilen, zu verstehen, ne? Der grüne Typ, der blaue Typ oder sowas. Ja, ich finde, es ist alles so oberflächlich. Diese alten Begriffe, damit kann man die Welt wirklich verstehen. Noch etwas ganz Fantastisches, spannend nähern von Paracelsus. Und das ist die Signaturenlehre. Also Paracelsus hat gesagt, die Natur zeichnet alles, was aus ihr hervorgeht, zu dem, wozu es gut ist. Darum, wenn man erfahren will, was die Natur gezeichnet hat, so soll man an den Zeichen erkennen, welche Tugenden in einem Ding sind. Was meint er damit? Das heißt, ich sage es erstmal ganz plump ausgedrückt, so wie was aussieht, dafür ist es auch. Ja? Nehmen wir so das bekannteste Beispiel, eine Nuss zum Beispiel, da, eine Walnuss, da hat jeder vielleicht schon mal gedacht, diese beiden Hälften, das sieht aus wie so ein Gehirn. Gell? Das wirkt wirklich so. Und verblüffenderweise ist es tatsächlich so, eine Nuss ist die perfekte Gehirnnahrung. Ja? Mhm. Gehirn ist eine Fettmasse, die hat viel Fett. Kalium, Nüsse sind eine Kaliumbombe, das sieht so aus und das ist auch so. Man könnte das sogar noch auf die Spitze treiben und sagen, guck mal, die Nuss, die hat auch so eine Schale. Das Gehirn ist wirklich in so einer Schale drin. Ja? Und wenn du eine frische Nuss vom Walnussbaum nimmst, die hat ja sogar diese fleischige grüne Hülle noch drum. Also die hat auch noch Fleisch da drauf. Ja? Jetzt könnte man sagen, okay, das ist ja purer, plumper Zufall. Aber dann könnte man weiter gucken, ob das überhaupt stimmt, ja, diese Signatur. Das heißt also, das ist nicht nur so plump gemeint, sondern Paracelsus meint die ganze Geste der Pflanze, das Endspezifikum, das spezifische Sein der Pflanze. Und es äußert sich am Standort, an der Art, wie es wächst, die Freunde, Bekannten von der Pflanze und so weiter. Da gebe ich dir mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel könnte es auch eine Farbe sein, gelb. Gelb ist die Leberfarbe, ja. Und dann guckt man, dass viele Blumen, die gelb sind, sind tatsächlich gut für die Leber, ja. Löwenzahn, Odermännisch, Katzenpfötchen, Johanniskraut auch, ja. Gelb ist die Leberfarbe, die Leber produziert gelbe Säfte und die sind gelb und helfen der Leber. Jetzt wird jemand sagen, Moment, das ist aber nicht wissenschaftlich, ja. Also das ist vielleicht Zufall, stimmt es mal, ja. Jetzt gibt es aber eine Tatsache, an der kommt man wirklich nicht vorbei, denn eine der besten Pflanzen für Leber, für Verdauung ist der Enzian und der blüht gelb, ist auch klar. Blau, blau, blau blüht der Enzian, gibt es auch. Es geht auch um blauen Enzian, aber der Gebirgsenzian, der für die Verdauung der Arzneienzian, der ist richtig schön gelb. Und da ist es so, dass man entdeckt hat, dass die Inhaltsstoffe vom Enzian exakt gleich die sind, wie die Leber und Galle produzieren. Also eine Pflanze produziert genau den Stoff, um mir bei der Verdauung zu helfen. Das ist ein Wunder und daran kommt man, glaube ich, nicht vorbei. Dann guck mal weiter. Gibt so ganze Charaktereigenschaften, ja, bei den ganzen Pflanzenfamilien auch zum Beispiel. Dann gibt es die Labiatae. Das sind Pflanzen, da gehört der Oregano dazu, Thymian, ja, Basilikum, richtig Küchenheilkräuter. Das sind alles einfach wie so eine gute Familie, die helfen mir. Und zum Beispiel auch von der Signatur Hahnenfußgewächse, ja. Du kennst zum Beispiel die Butterblume, die öffnet ihre Kelche, ist so richtig schön gelb, fängt das Licht ein, ja, und das wirkt sehr freundlich. Du kannst auch Butterblume essen, die ist überraschend scharf dann. Und jetzt gucken wir mal, da gehören auch noch andere Pflanzen dazu. Eine Pflanze aus der Familie, die ist dann wie so ein schwarzes Schaf, das ist der Eisenhut, der gehört auch dazu. Und der Eisenhut, der hat eine ganz andere Signatur. Du kennst einen Eisenhut, das sind wie so verschlossene Kappen. Du kannst mal so Bilder angucken, das sieht aus wie so mürrische Gesichter. Der kapselt das Licht ein. Ja? Der anthroposophische Arzt Dr. Markus Sommer sagt, der Eisenhut ist praktisch wie eine Pflanze, die verzaubert worden ist und jetzt böse geworden ist. Ja? Und Paracelsus sagt aber,
Sola dosis facit venenum. Der Eisenhut ist eine der größten Giftpflanzen, aber auch eben der größten Heilpflanzen. Ja? Und wenn man das begreift, dass er sich in dieser dunklen Welt bewegt, ja, und dann kann man sehen, wenn man das jetzt aber potenziert, zum Licht führt, zum Sulfurischen und immer weiter verdünnt, potenziert, dann ist es eine der größten Heilpflanzen fürs Herz, Aconitum. Und ja, jetzt wollen wir mal zwei Pflanzen genauer betrachten. Signaturenlehre. Haben wir noch Zeit? Eigentlich? Ja, das geht noch, genau. Ja. Also wie gesagt, man kann das so im Überblick sehen. Nehmen wir erst natürlich ein ganz tolles Beispiel, Johanniskraut. Ja? Johanniskraut ist bekannt, dass es bei Depressionen hilft. Da kommt auch die Schulmedizin nicht dran vorbei. Und beim Johanniskraut sind es aber zwei Wirkstoffe, Hyperizin und Hyperforin. Und beim Hyperizin weiß man, das kann tatsächlich Licht transportieren, Licht sensitiv machen. Und bei Depressionen ist die Seele verdunkelt und es kann Licht in den Körper bringen. Und da ist auch wirklich eine Lichtsignatur. Geh mal im Sommer zur Johanniskrautblüte, natürlich das gelbe Sonnenhafte sowieso, aber diese Staubbeutel und so, wenn du die Augen ein bisschen zusammenkneifst, das wirkt wie so Lichtfunken, die da raussprühen. Ja? Und das Johanniskraut kann wirklich Licht in die Seele bringen und das Hyperforin ist tatsächlich auch nachgewiesen, eben bei Depressionen helfen. Jetzt wollen wir unter dem Gesichtspunkt mal zwei Pflanzen noch genauer betrachten. Das wäre zum Beispiel der Schachtelhalm und die Brennnessel. Und jetzt wird es spannend, wenn man auch mal guckt. Ich hatte vorhin gesagt, die Pflanzen haben sich koevolutionär entwickelt oder die Säugetiere koevolutionär zum Pflanzen. Eigentlich waren die Pflanzen zuerst. Und dann ist es so eine Reihe. Du musst jetzt vorstellen, wie so Stufe. Also das Sanskrit aus Indien sagt, Geist schläft im Stein, atmet in der Pflanze, träumt im Tier und wacht auf im Menschen. Also es ist eine Leiter, das geht immer weiter hoch, so praktisch. Ja. Dann sagt der Mystiker Maulana Jalaluddin Rumi, siehe, ich starb als Stein und ging als Pflanze auf, starb als Pflanze und nahm drauf als Tier den Lauf, starb als Tier und ward ein Mensch. Was fürchte ich dann, da durch Sterben ich nie minder werden kann? Und als Mensch muss ich sein geopfert auch werden, was ich nicht begreife, ein Gotteshauch. Also da sieht man, das ist wirklich so eine Entwicklung. Wir haben so die Forschung, da waren die Steine, dann kamen die Pflanzen, dann kamen die Tiere, dann kam der Mensch. Ja, wie so Bausteine. Und ich werde dir aber zeigen, dass es wirklich ein einheitlicher Fluss ist, der ineinander übergeht. Denn auch innerhalb der Pflanzen können wir zeigen, wo können wir die einordnen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier so als erste Stufe habe, das mineralische Stein, ja, und hier habe ich dann die Pflanze. Und jetzt guck mal, innerhalb von dieser Pflanze befindet sich die Pflanze eher oben, strebt die zum Tierischen oder ist die noch am Mineralischen? Und das werde ich dir jetzt aufzeigen. Also nehmen wir den Schachtelhalm zum Beispiel. Wenn du Schachtelhalm verbrennst, ja, dann bleibt komplett das Gerippe, das Gerüst stehen. Der besteht zu 97% aus Silizium. Der ist an dem mineralischen Bereich noch richtig nah dran. Der ist praktisch wie ein lebender Stein. Ja? Mhm. Die ersten Pflanzen, die sich geschafft haben, sich aus diesem alten Morast zu erheben, das waren ja nur so Einzelleralgen, erstmal 800 Millionen Jahre lang, das waren die Schachtelhalme. Und die waren von diesem Aufrichtevermögen so begeistert, dass sie mal gleich 30 Meter hoch wurden. Ja? Und da ist auch ein wunderbares Beispiel für Signaturenlehre, denn der Schachtelhalm besteht vor allem aus Silizium. Er ist hochmineralisch und das sieht man auch bei den Sporenträgern. Da kann man mal googeln, einfach Sporenträger Schachtelhalm eingeben. Silizium bildet ja immer ein Sechseck-Struktur, wie ein Bergkristall zum Beispiel. Und weil er so viel Silizium hat, ist das Silizium so gestaltbildend, dass bei dem Spurenträger wirklich so Sechsecke erscheinen. Er ist hochmineralisch, wie ein Bergkristall. Und entsprechend kann man also Silizium, Schachtelhalm auch, neben auch für alles verwenden, was Silizium oder Saalthemen sind. Ja? Alte Menschen, die Wirbelsäule, Rückenschmerzen, Nervensinnesystem, ja, auch Ausscheidung. Der Schachtelhalm, die perfekte Pflanze. Und er zeigt es als Signatur. Denn wenn du den Schachtelhalm mal betrachtest, der ist wirklich wie so die Wirbelkörper,
so wie die Bandscheiben, aufeinander aufgebaut. Und zwischen unseren Wirbeln gehen ja immer so in Abständen so diese Nervenverbindungen raus. Und beim Schachtelhahn, das sieht genauso aus. Es ist wirklich perfekte Signatur von der Wirbelsäule. Mhm. Und tatsächlich hilft der Schachtelhahn über seinen hohen Gehalt an Silizium perfekt bei Rückenbeschwerden, Knochenaufbau, Nervenmissempfindung. Es ist die perfekte Pflanze, natürlich auch fürs Alter. Wir hatten vorhin gesagt, der alte Mensch zum Beispiel, ja, perfekte Pflanze der Schachtelhalm. Eben dann auch, um vielleicht von diesem Saalprinzip diese Verhärtung zu lösen. Mhm. Können wir noch die Brennnessel kurz schaffen? Ne? So. Ja. Dann gucken wir im Vergleich die Brennnessel an, wo die steht. Jetzt sieht man einen ganz anderen Charakter von der Pflanze. Wir denken, Pflanze ist doch Pflanze. Ja? Dann sieht man, dass die Brennnessel hier an dem Tierischen schon ziemlich nah dran ist, denn die Brennnessel hat ja diese Stacheln praktisch auch wie ein Tier. Die springt dich jetzt nicht gerade an wie eine Giftschlange, aber die hat wirklich so wie so Giftzähne, die dann Gift in dich injizieren können, wie eine Schlange schon fast. Und interessanterweise haben diese Nadeln tatsächlich wie tierische Inhaltsstoffe. Toxalbumine, die normal von Insekten produziert werden, Eiweiße, ja, Histamin. Histamin wird normal von Ameisen produziert, von Wespen oder so. Das ist richtig tierisch eigentlich schon. Und die Brennnessel hat sehr viel Eisen, Eisensignatur. Sie ist auch eine Kriegerpflanze. Ja, eine Brennnessel, die steht schon so da wie so ein Soldat im Wachhäuschen. Die hat einen viereckigen Stängel, ja. Aha. Also richtig. Und die Blätter gegenständig, die ist wie so ein Soldat, ja. Und entsprechend kann die uns mit ihrem Eisengehalt, und der Stängel ist ja auch rot, rostrot, warum? Das ist eine große Eisenpflanze. Und dann kann die uns eben helfen bei Angriffen, entzündlichen Prozessen, Rheuma mit diesem Eisen, das sie hat, ja. Und wenn Rheumaphase ist, ein Brennnesseltee ist ein tolles Wunder. Und es gibt ja auch Medizin nach Paracelsus hergestellt, jetzt Spagyrik und Firma Ceres macht es, da kann man eine Brennnesseltinktur nehmen bei Rheuma, das ist genau das Mittel dann. Ne? Oder auch Urtikaria, ne? Es schickt das Wort Brennnessel drin, so eine Nesselsucht, ja, nimm mal Brennnessel dafür, die ist genau dafür geeignet. Du kannst eigentlich sagen, sie zeigt per Signatur das an, auch dieses harte, aggressive, das siehst du schon im Blatt. Die Brennnessel hat ja die Blätter ziemlich spitz und die Zacken sind auch ziemlich spitz. Das ist eine Eisenpflanze. Die Männer haben Eisen, du hast als Mann mehr Eisen im Vergleich wie eine Frau und die Frau hat mehr Kupfer im Vergleich wie der Mann. Also Kupfer ist praktisch weiblich, Eisen männlich, dürfte man so sagen. Ja? Und dann siehst du eine Kupferpflanze, wie zum Beispiel die Melisse. Die sieht ähnlich aus auf den ersten Blick wie die Brennnessel, aber ihre Blätter sind viel runder, weicher und der Rand ist auch weicher, das ist rund. Und du kannst Melisse reiben, dann hat die einen Duft, ja? Die Frauen mögen Parfum, gut duften so, ja. Das ist eine weibliche Pflanze. Und dann siehst du, dass die Pflanzen wie Persönlichkeiten sind, eigenen Charakter haben und dir entsprechend auch helfen können dann. Lieber Wolfram, ich liebe meine Lehrstunde. Es ist unglaublich, vom Stein bis zum Hauch Gottes, das so zu erkennen. Ja. Oder auch diese Brennnessel, unglaublich. Ja. Eigentlich auch traurig, weil ich hätte das wahrscheinlich auch mit großen staunenden Augen in der Schule aufgesogen, solche Sachen zu hören oder auch die Brennnessel anzuschauen. Also das ist ja Schulstoff. Ja. Vom Feinsten. Du, das finde ich auch. Ich finde es schade, dass so ein Wissen nicht gelehrt wird. Es wird viel Unsinn beigebracht, aber so tolles Wissen nicht. Ja. Also ich sehe, habe heute die Natur auch ein bisschen anders. Ja. Und dazu ganz herzlichen Dank, lieber Vielen Wolfram. Vielen Dank dir. Ja. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe auch, dass Sie so richtig leuchtende Kinderaugen haben und strahlen vor Freude, diese Sachen jetzt noch mal gehört zu haben oder gesehen zu haben. Also ich finde es einfach nur großartig. Und dass solche Ärzte wie Paracelsus, wie Steiner oder eben auch, du hast noch andere Namen gesagt heute, wie der Goethe also, zum Beispiel. Goethe natürlich, auch. Genau. Und es geht bis zu Tesla, denn Tesla hat tatsächlich den Faust auswendig gekonnt, ja. Und wenn man jetzt, wir haben jetzt dieses ganzheitliche Verständnis von der Welt, von der Natur kennengelernt mit den Trier Prinzipien, ja, ein dynamisches Verständnis, ganzheitlich. Ja. Und Tesla war durchdrungen von diesem Verständnis, hat Goethe Faust, da ist ja Paracelsus volle Kanne drin, gekannt. Mhm. Und aus diesem Verständnis raus kann man auch so eine tolle Medizin dann entwickeln. Wie praktisch zum Beispiel? Sulfurische Medizin, ja. Reine Energie geben, der Spirituale, so wie es Paracelsus gemacht hat. Mhm. Er hat eben auch, die Alchemisten haben das dann über Wasser gemacht. Das Wasser kann ja auch Energien aufnehmen. Also die haben zum Beispiel Wasser vom
Quellwasser vom Westhang vom Berg genommen, weil da sind Wetterturbulenzen, das ist elektrisch aufgeladen. Die haben Wasser von Blumen gesammelt vom Morgentau im Mai. Ja. Da ist es auch auf. Ja. Und so konnten die mit Wasser schon, wir machen es ja auch mit Wasser, mit diesem Zeltjona, das Wasser energetisieren, ein besonderes Wasser herstellen. Und Paracelsus hat auch diese Dinge schon gewusst und sich darum gekümmert. Der hat ja Quellen beurteilt, welches Wasser hat eine besondere Heilwirkung und Heilkraft. Gibt es ja heute noch Paracelsus-Quellen, ne? Der hat das Bad Pfeffer untersucht. Er war der erste Wasserforscher, er wusste um diese Schwingung und hat es wirklich schon medizinisch angewandt. Mhm. Er hatte noch keine Steckdose, er hatte noch kein Zelt. Aber was mit damaligen Möglichkeiten war, überragend. Toll. Danke herzlich. Ihnen alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nächste Woche werden wir sicherlich wieder was haben für Sie. Und schön, wenn Sie uns wieder zuschauen, einschalten, verbreiten, dieses wunderbare Wissen auch mal den Kindern zeigen. Und dazu viel Spaß. Alles Gute und auf Wiedersehen miteinander.